Ein Bauwerk, ohne dem es nicht geht. Kläranlagen stehen meist am Rand einer Stadt, unscheinbar. Sind Mittel zum Zweck. Kaum einer weiß, wie es darin aussieht oder wie sie arbeiten. Sie sind oft mit einem schmuddeligen Image verbunden. Kläranlagen könnten bald die Stars der Energieerzeugung sein. Die Energiepreise sind explodiert. Und wenn man sich mal vorstellt, dass eine Kläranlage in einer Kommune einer der größten Energiefresser ist, dann ist es für uns ein Auftrag gewesen, mal nachzudenken, wie können wir energetisch mithelfen, diese Energiefresser zum Energiespender zu machen. Ulrich Kubinger ist Umweltpionier. Sein Unternehmen VTA mit Sitz in Rottenbach präsentiert mit der sogenannten Hydropower-Maschine eine Weltneuheit. Das VTA Hydropower ist grundsätzlich eben von uns eine erbaute Maschine, um aus Abwasser gemeinsam mit unserem Produkt, mit dem VTA Nano Booster, Wasserstoff zu generieren. Und dieses Gas kann man natürlich auch entzünden, das ist pure Energie. Und mit 9 Liter Abwasser kann in Zukunft ein Auto 200 Kilometer weit emissionsfrei fahren. Und dadurch kann natürlich eine Kläranlage vom größten Energieverbraucher einer Kommune zum Energiespender einer Kommune werden. Lösungen von morgen haben Sie schon heute. Das Stift Reichersberg ist an diesem Tag nicht nur geistliches Zentrum des Innviertels, sondern Austragungsort der Umwelttage von VTA. Unser Kloster existiert heuer seit 940 Jahren. Wir haben eine lange Tradition. Gerade für ein Kloster ist Nachhaltigkeit etwas, was ganz wichtig ist. Es ist immer wieder toll zu sehen, welche Kapazitäten da sind bei uns, die uns dann erklären, wie wir was optimieren können. VTA reinigt mit sogenannten Nanocarbon-Produkten Wasser für 250 Millionen Menschen weltweit. Auf manchen Erdteilen haben die einen zu wenig davon, woanders ist es zu viel. Überschwemmte Landschaften, das Klima spielt verrückt. Wettermoderator Markus Watzak ist Gast beim VTA Umwelttag. Wir wissen, dass wir die aktuelle globale Erwärmung verursachen. Das heißt im Umkehrschluss, wir wissen auch, dass wir was dagegen tun können. Die drei Hebel, die jeder zur Verfügung hat, ist der Energiesektor. Schauen, dass wir wirklich grüne Energie nutzen, Sonnen- und Windenergie und Energie sparen. Zweiter Punkt ist Mobilität. Weniger Autofahren, mehr Öffis nutzen, wo es geht. Und der dritte Bereich ist tatsächlich unsere Ernährung. Das heißt weniger Fleisch. Klima- und Umweltschutz hat sich auch der VTA-Gründer auf seine Fahnen geheftet. Beim Reichersberger Umwelttag kommen Forscher, Wissenschaftler und Branchenvertreter aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Sie alle leisten einen Beitrag für eine bessere, saubere Zukunft.